Eisenbahnen und Radiotechnik. Nur hier bei Berger Max. Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf meinem Kanal. Vom 4. Februar bis zum 10. Februar ging es wieder ins Erzgebirge in den Winterurlaub. Dieses Jahr leider ohne Schnee. Starten tun wir am 4. Februar bei der Preßnitzalbahn. Zum Einsatz kam 99-1542. Wir sehen sie hier beim Umsetzen sowie beim Wasserfassen in Steinbach bei Jöhstadt und anschließend begeben wir uns gemütlich auf die Reise nach Jöhstadt. Nun geht es entlang der Preßnitz nach Jöhstadt. Schneefall wäre schöner gewesen, doch leider windete es nur und es fing auch an zu regnen.
Nun verabschieden wir uns von der Pressenzahlbahn und gehen rüber nach Oberwiesenthal, zur Fichtelbergbahn. Dort verbrachten wir die restliche Woche. Der Montag, der 5. Februar, war der einzige Tag mit Sonne. Jedoch war dieser Tag sehr windig. Mein Stativ mit der Kamera ist mehrmals umgeflogen. Wir widmen uns nun erst einmal der Fichtelbergbahn von Kranzahl nach Oberwiesenthal mit tollen Sonnenaufnahmen. Beginnen tun wir kurz hinter Kranzahl. Gerade eben hat die Erzgebirgsbahn nach Kranzahl das Viadukt passiert und nun seht ihr im Hintergrund den Bärenstein. Es zieht 99-17-85. Mit Schnee sehe alles so viel schöner aus. Das war eben die bekannte Kurve in Neudorf und nun geht es weiter nach Kretscham-Rothensemer. Nun folgt der berühmte Blick auf die Kirche in Hammer-Unterwiesenthal. Direkt im Anschluss die nächste Szene, eine Aufnahme, welche am Vormittag getätigt worden ist. Da hat man noch gar nicht geglaubt, dass der Himmel so wolkenfrei sein wird. Nun zurück zu den sonnigen Aufnahmen. Wir erreichen nun den knapp 894 Meter über Normal Null liegenden Bahnhof Kurort Oberwiesenthal. Auch L45H084 sonnte sich ein wenig vor dem Lokschuppen.
Am späten Nachmittag ging es dann nochmal zum Sonnenuntergang auf den 1215 Meter hohen Fichtelberg. Dort wehte uns zuerst einmal die Mütze weg. Der benachbarte Keilberg war immer in den Wolken. Somit hatten wir etwas Glück, von dem schönen Sonnenuntergang noch etwas erleben zu können. Bei miserablen Bedingungen ging es dann am Vormittag des 6. Februar mal auf die Skipiste. Wir haben aber dann vorzeitig abgebrochen, da wir keinen Bock hatten, uns unsere Knochen zu brechen. Und bei dem Regen war es dann auch nicht so toll. Am Nachmittag ging es dann ins Wiesenthaler K3. Dort wurden Dampfmaschinen von Manfred König ausgestellt. Diese führte er auch vor. Er hat übrigens auch einen Teil seiner Sammlung hier bei YouTube öffentlich dargestellt und führt sie vor. Ihr könnt ja gerne mal schauen. Bisher kaum gezeigt, die Schwebebahn von Oberwiesenthal zum Fichtelberg. Wer auch mal so schlechtes Wetter hat wie wir, dem sei noch empfohlen das Eisenbahnmuseum in Rittersgrün. Am 7. Februar schneite es mal. Am Abend bleibt dann auch ein bisschen liegen. Allerdings war es sehr nasser Schnee. Und dank dem schlechten Wetter war auch an der Virenstraße mal die Laderampe frei von Autos. Somit nutzte ich die Chance für eine Aufnahme.
Anschließend geht es weiter nach Kretschmer am Roten Seemar. Und wer genau hinschaut, dem fällt auch ein Detail auf, dass es sich hierbei nicht um den ein und denselben Zug handelt. Jedoch bleibt die Lok gleich, 99 17 85. Yeah.
Trotz des Regens sind wir dann mal am Vormittag des 8. Februar in das 30 Kilometer entfernte Karlsbad gefahren. Dort haben wir natürlich auch die verschiedenen Quellen durchprobiert. Und dank des schlechten Wetters war die Stadt natürlich frei von Touristen. Natürlich darf auch mal eine Fahrt mit der Fichtelbergbahn nicht fehlen. Dieses machten wir dann am Nachmittag. Einmal von Oberwiesenthal nach Kranzahl und zurück. Insgesamt hatte ich eine Stunde und 15 Minuten langes Video-Rohmaterial. Nun schreiben wir den 9. Februar 2024, unser letzter Urlaubstag in Oberwiesenthal. Hier sehen wir nochmal 99-17-85 kurz vor Oberwiesenthal. Und damit verabschiede ich mich auch. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen, auch wenn es dieses Jahr mal keinen Schnee gab.